muss meine Frau Muslima sein oder reicht es, wenn ich sie zum Konvertieren bewege? Also was ist der Unterschied, ob du sie zum Konvertieren bringst? Also meinst du, ob sie als Muslima geboren werden sein muss? Also du darfst sie heiraten, wenn sie eine Jüdin oder Christin oder Muslima ist. Aber ich würde es dir empfehlen, dass du sie erst dann heiratest, wenn sie auch konvertiert. Nach dem Konvertieren, weil sonst könnte es Probleme geben später.